Ja, moin moin, mal hier aus dem Garten. Ja, Weihnachten ist vorbei, wir sind kurz vor Silvester und ich bin mal gefragt worden, ob ich nicht mal so ein bisschen die Deko zeigen kann. Es ist natürlich hell, ja, aber kann ich machen, klar. Also zumindest was die LEDs angeht, was die LED-Lichter angeht, kann ich natürlich gerne mal zeigen. Ich würde sagen, tun wir jetzt. Ja, als allererstes müssen wir hier mal in der Bar anfangen. Ja, ich weiß, die Bar ist nicht genutzt und hier sind auch keine Fenster vor, also sieht das dementsprechend auch aus, ne? Also dürft ihr euch bitte darüber nicht beschweren oder irgendwas sagen. Ja, hier liegt eine Wäschespinne. Ihr seht, es ist das Fenster, ne? Hier ist nichts drin. So, als erstes müssen wir mal anfangen tatsächlich. Leider Gottes, warum der Tisch da steht, ist einfach nur deswegen, da lag ein Strahler drauf, der den Baum beleuchtet hat. Es war ein 100 Watt Strahler. Und das Problem daran war leider Gottes nur, dass der durchgebrannt ist. Der hatte am Anfang immer so einen Farbwechsler drin gehabt und ja, irgendwann dann habe ich den auf Standard gestellt, weil einige LEDs ausgefallen sind. Ja, und jetzt ist er dann ganz defekt. Es ist da irgendwas durchgebrannt, ich habe keine Ahnung. Das Kabel liegt hier noch, weil ich ja eigentlich wieder was hinhängen wollte, aber jetzt haben wir schon nach Weihnachten. Deswegen lassen wir das mal. Das gleiche gilt im Übrigen für den Baum da hinten. Für den da. Den Haselnussbaum. Da lag auch unten auf dieser schwarzen Kiste, lag auch so ein gleicher Strahler. Der hatte genau das gleiche Problem gehabt. Ja. Schade. Aber da kommt im nächsten Jahr, kommt da definitiv was anderes hin. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal weiter. So, dann gucken wir mal so ein bisschen an die Stromversorgung. Also wir haben hier, könnt ihr sehen, ist zum einen ist hier eine Schaltuhr dran, wo dann noch eine Steckerleiste dran ist. Hier ist zum Beispiel die erste Kette dran. Das ist halt so eine Kette, die kannst du hier umschalten auf warm-weiß oder die hat ja hier die Funktionen. Die hat ja ein paar Funktionen, hat die ja. Und ja, ich finde einfach gut, wenn die im Bund ist. So, haben wir hier die Steckerleiste. Da könnt ihr sehen, ist die zweite Kette eingesteckt. Und eigentlich die Verlängerung für den Scheinwerfer, der da war. Aber ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Kette. So, jetzt haben wir hier die erste Kette hängen. Ich weiß, es ist halt wie gesagt tagsüber und man sieht es deswegen nicht gut. Aber es ist zum Beispiel eine Kette, ist von Center Shop die Kette, tatsächlich. Ist, muss ich mal kurz lügen, ich glaube 60 oder 65 Meter lang. Ja, ihr seht, ihr könnt vielleicht jetzt gerade nicht erkennen, aber die geht bis da hinten einmal um die Ecke rum. Hängt hier mit so ein bisschen im Baum drin. Das ist so eine ganz normale Kette, würde ich mal behaupten. Und das ist eine ganz normale Kette in Schwarz mit Blau, Rot, Gelb und grünen LEDs drin. Alles schön wasserdicht, weil extra für außen. Dann haben wir hier unten noch so ein Laser stehen mit einem Weihnachtslogo. Wenn ich das Bild finde, blende ich euch das heute Abend nochmal ein. Oder beziehungsweise blende ich euch das nochmal ein. Ich habe da auch ein kurzes Video von gemacht im Hochformat. Ansonsten ja, mache ich einfach im Dunkeln heute Abend nochmal ein Video von. Und ja, das ist die erste Kette, die geht halt wie gesagt hier rum. Einmal komplett. Kann ich euch ja mal eben zeigen.
Ja, ungefähr bis da. Ach so. Und von dem Weihnachtsstrahler natürlich. Da steht dann, glaube ich, Merry Christmas drauf mit so einem Weihnachtsmann, so in Laufschrift. Geht natürlich auch von hier links noch ein Kabel weg. Das geht dann da rein ins Kellerfenster. Und ja, jetzt kommen wir mal zur zweiten langen Kette. Die zweite Kette fängt hier an, hier vorne, geht einmal hier hinten rum und geht dann natürlich einmal quasi außen komplett entlang bis hinten auf die andere Seite. Ist eigentlich nicht ungefähr, sondern ist die gleiche Kette eigentlich, die ich hier euch eben gerade hier vorne schon gezeigt habe. Auch irgendwie 60 oder 65 Meter müsste die haben. Jetzt muss ich euch mal was zeigen. Kommt mal mit. So, ihr seht die Kette hier hängen. Jetzt haben wir bei der Kette nur das Problem. Achtet mal darauf, warum das Band da klebt. Eine LED ist leider defekt. Na, mach scharf. Ja, ihr seht's, die ist aus. Ihr seht so ein bisschen grün und blau leuchtet, aber die leuchtet nicht in der Mitte. Ja, warum leuchtet die? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komisch ist halt einfach nur, dass diese LED ausgefallen ist, aber der Rest dafür leuchtet. Es war mal tatsächlich de facto so, dass hier ein ganzer Teil nicht geleuchtet hat. Ich glaube von der LED angefangen, einmal komplett hier rum bis da ungefähr, bis zu dem IWC. Bis da hat es auf einmal nicht geleuchtet. Ja, dann hat man hier kurz ein bisschen gewackelt und dann bums, ging's wieder. Aber naja, schade. Aber wenn ihr eine Lösung habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo da das Problem ist. Ich glaube, ich habe das Problem gerade schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da innen drin sieht es ein bisschen korrodiert aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Ich zeige euch natürlich alles noch im Dunkeln gleich. So, und als letztes haben wir dann hier noch Strahler stehen. Ihr könnt so ein bisschen erkennen. Hier sind Strahler. Das sind so kleine Outdoor-Strahler. Die haben auch gut Kraft, muss man dazu sagen. Hier steht noch einer. Und hier in dem Busch ist auch noch einer. Es waren mal ursprünglich sechs. Jetzt sind aber nur fünf. Weil einer lässt sich leider nicht schalten. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Die sind auch alle miteinander verbunden. Und die haben auch, ja, die haben zwischen den Lampen ungefähr nur so 2 Meter ungefähr an Kabel. Und ist mir ein bisschen zu kurz. Muss ich nächstes Jahr mal gucken, dass ich da ein bisschen was verlängere. Die sind nicht verkehrt. Sind auch natürlich wasserdicht. IP67, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will mal gucken. Jetzt bleibe ich an dem Baum hängen, ey. Ja, ihr seht, die haben eigentlich so keine Probleme. Also, da ist kein Wasser drin oder sonst irgendwas, ne? Und die stehen jetzt schon ungefähr, würde ich mal schätzen, so einen Monat oder so draußen. Und es hat ja teilweise wirklich geregnet ohne Ende. Ihr seht da so ein bisschen, die haben einen Steckverbinder in, ich glaube, 3,5 ist das, müsste das sein, 3,5 mm. Die haben auf jeden Fall dicke Steckverbinder. Also, da kriegt man Verlängerung für, das ist gar kein Problem. Und ja, das ist eigentlich, was die Lichttechnik angeht. Ach nee, wir gehen noch nach vorne. Ha! Ja, hier könnt ihr erkennen, das ist das Ende der Kette. Ist ein bisschen windig gerade. Hier ist das Ende der anderen Kette. Ihr seht, die gängt hier einmal so hier rum. Kann man schwer erkennen jetzt, ich weiß. So, dann gehen wir mal nach vorne. Man sieht es ein bisschen matschig hier. So, dann haben wir hier warmweiße Schläuche liegen auf beiden Seiten. Einmal, weil die 20 Meter ungefähr sind, glaube ich, kannst du einmal quasi ums Karree hier rum. Sind nicht schlecht. Ich hätte die gerne damals im Bund gehabt. Die gab es aber nicht im Bund in 20 Meter. Sind auch von Center Shop. Ich glaube, genau wie die schwarze Kette, die hier zwischen hängt. Und natürlich alles schön in wasserdicht auch da eingepackt. Also da ist so eine Box. Da ist der Controller von der Kette drin. Und dann geht alles hier drunter in den Keller. Auch alles mit Zeitschaltuhr verbunden.
Und dann haben wir hier die Kette im Baum drin, so ein bisschen in dem Bäumchen. Ja, hier gehen die Verlängerungskabel drunter unter den Kabelbrücken zu der Box, zu der schwarzen hier. Da ist ein wasserdichter Dreierstecker noch drin. Ich habe den aber trotzdem unter die Box getan, weil es mir dann doch ein bisschen zu unsicher war. Ihr seht das orange Kabel unter der Kabelbrücke auch in den Keller rein. Und dann haben wir hier noch so ein Bäumchen stehen, wo halt eine Kette dran ist. Und dann haben wir hier in dem und in dem Bäumchen da, oder Busch, wie auch immer, sind meine Scheinwerfer, sag ich mal, drin. Die sind hier an den Zweier Auto angeschlossen. Die sind im langsamen Blinkmodus. Und ja, da sind quasi, ihr seht es ja einmal ab und zu so ein bisschen, der wechselt die Farbe im ganz langsamen Blinkmodus. Die kann man natürlich auch auf dauerhaft umstellen, aber naja, muss jetzt nicht unbedingt. Ne? Langsamer Blinkmodus finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, hier kann ich euch mal zeigen, hier ist eine Verlängerung drin. Hier zum Beispiel in dieser wasserdichten Box ist eine Verlängerung drin. Und wenn man jetzt mal hier in den. Oh. Im Kabelkanal steht Wasser. Das darf natürlich eigentlich nicht sein, ne? Aber gut. Sollte eigentlich nichts passieren. Sollte eigentlich nichts passieren, sagen wir mal so. Naja. Aber das ist so, das ist eine Idee, was wir hier haben. Für nächstes Jahr habe ich schon einen Plan im Kopf, was ich da machen möchte. Wir haben hier vorne, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich nochmal genau rechnen. 7 Stück, die ich beleuchten möchte. 7 Bäume, das ist einmal der da hinten, der hier, die zwei hier vorne, die beiden Tannen. Ich weiß noch nicht genau, was hier, ob den hier, und da kommt dann eventuell noch einer rein. Ein Busch, ein Bäumchen, wie auch immer, das dann auch noch beleuchtet wird, muss ich mal gucken. Also ich hatte so gesagt, so hatte ich mir im Kopf gehabt, so zwei hier, die zwei in der Mitte und dann vielleicht nochmal zwei hier. Das sind dann 7. 2, 4, 6, 7, jawohl. Ne, Moment, 2, 4, 6 nur. Fehlt einer, egal. Irgendwie, ja, das hatte ich im Kopf gehabt. Habe ich auch schon vernünftige, passende Lampen für gefunden. Die muss ich dann noch besorgen. Wird dann auch alles irgendwie so schön verkabelt, dass es alles über ein, vielleicht maximal zwei Stromstecker geht. Ja, dass es ein bisschen, sagen wir mal, professioneller wird. Das gleiche hinten auch, die beiden Bäume, die ich euch zu Anfang gezeigt habe, die möchte ich auch mit größeren Outdoor-Strahlern anleuchten. Und ja, das ist so der Plan. Der Plan der Pläne. Mal gucken, ihr könnt ja immer in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, dann war es das zu diesem kleinen Update mal aus meiner Ecke, aus meiner Region. Mal gucken, ich möchte gerne wieder öfters Videos machen, aber mir fehlt das, wie gesagt, das Thema. Und ja, würde sagen, drückt gerne ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ja, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Thank you.
Also eine Sache haben wir noch vergessen. Und zwar ist mir das mal aufgefallen. Wir hatten ja noch den Tannenbaum. Wie ihr sehen könnt, den hatten wir natürlich auch noch stehen. Den hatten wir aber schon abgebaut, wegen Sturm. Und ja, das ist quasi so das gewesen, was wir in diesem Jahr bzw. in letztem Jahr an Lichterdeko, LED-Lichterdeko draußen im Garten hatten oder generell draußen hatten.